In Malz trainieren die 20 derzeit besten Badmintonspieler Italiens erfreulich, darunter sind auch 8 Südtiroler. Und vor allem die 3 Juniorinnen, Judith Meyer aus Malz, Katharina Fink und Jasmin Hamsa aus Bozen, gehören zu den Besten absolut in Italien. Der einzige Italiener, der Chancen auf ein Olympiaticket hat, ist Fabio Capogno. Er ist derzeit die Nummer 150 der Weltrangliste. Unter den Augen des internationalen Trainerteams wollen auch die 5 Südtiroler dahin, David Salut aus Meran, und auch Lukas Osele, Kevin Strobel und die Brüder Luca und Toni Zoe. Corona hat auch Badminton getroffen, in Südtirol weniger als im Rest Italiens. Also März, April Lockdown auch für Badminton, aber ab April sind wir in der glücklichen Lage gewesen, in Südtirol mit dem Training zu beginnen. Bis Samstag wird in der Turnhalle von Malz trainiert, als Vorbereitung auf die neue Saison, die wohl Mitte Oktober beginnen wird.